Jo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Und ja, wollen noch mal sehen hier. Wie das hier weitergeht. Ja, ich war hier überall und hab abgegriffen, ne? Na komm, den Spaß gönnen wir uns mal. Wow, wow. Ob ich das hätte nutzen können irgendwie? Ich weiß es nicht. Gut, dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht es hier nämlich in dem Fahrstuhl irgendwie wohl weiter. Gucken, was hier auf uns wartet. Und wer. Es ist Pain. Oh, hinter mir. Auch gut. Habe ich Glück gehabt, dass die mich nicht getroffen haben anscheinend. Na, sie ist selber in die Luft gesprengt. Super, das wird gespeichert. Ja, ich mag ganz gerne mal testen, ob er auch aufnimmt. Sonst hätte das keinen Sinn. So. Scheint alles zu laufen. Ja. Schauen wir mal weiter hier. Ah, da bist du. Oh, das gibt's ja nicht. Jetzt kommt ja das große Sterben, ja? Schweinerei. Was, dann laufen wir da rein. Und den Treffer kann ich verschmerzen. Boah. Verdammt, noch eins, ey. Boah, das gibt's ja gar nicht hier. Was ist denn da los? Speichern, das haben wir anscheinend überlebt. Verkehrte Richtung. Dumm gelaufen. Junge, Junge, Junge. Lass mich rollen oder was? Sollte vielleicht eine Uzi benutzen jetzt oder was? Wie auch immer. Oder auch Desert Eagle oder Shotgun. Das ist ich heile mich mal zumindest einmal.
setzen wir ganz schön zu hier, diese Jungs. Hier gibt's aber nichts anscheinend, ne? Okay. Das ist schlimm, ich spiele jetzt quasi blind, weil ich das mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Da geht's irgendwie raus auf der Straße. Hier gibt's auch nichts, ne? Schon alles absuchen, wie das ist bei diesen schönen alten Games. Nee, hier gibt's nichts. Also muss ich wohl da raus auf die Straße jetzt. So, jetzt habe ich nicht auf die Uhrzeit geachtet. Oh Mister, muss ich da schnell eine Aufnahme machen? So, zack, 20 Minuten. Bisschen Überlänge wäre notfalls jetzt nicht so schlimm, so lange habe ich ja noch nicht gemacht. Ja. Polizei hat alles abgeriegelt. Telefone. Okay. Dort könnte es. Nein, da geht es nicht weiter. Ich muss auf jeden Fall irgendwo reinlaufen, vermute ich mal. Und da sind auch offene Türen. Und da liegen zwei Tote. Die Lage verschlechterte sich zusehends. Hm. Ist der Muni für mich, Jungs? Nee. Tja, und nun? Aha. Die Männer in Blau waren gekommen und gegangen. Sie hatten den Schuppen mit weißen Umrisszeichnungen dekoriert und ihn mit gelbem Klebeband eingewickelt. Mhm. Die zurückgebliebenen Cops waren tot. Frankie, seine Jungs und ich waren ganz unter uns. Hm. Ja, so, er macht das auf und dann geht's da weiter. Wo wir eigentlich schon mal waren, anscheinend. Ich speichere das mal. Ja, kommt uns alles ein bisschen bekannt vor. Okay, Jungs, dann. Vergiss es einfach! Vergiss es einfach! Was ist denn da jetzt los? Vergiss es einfach! Verrücktes Biest! Die hat vielleicht ein Geschrei gemacht, als die Jungs sie dabei geschnappt haben, wie sie versucht hat, den Don wegzupusten. Oh, das ist schlecht. Zum Trio? Das ist ja noch viel mieser als das, was Frankie unten mit diesem armen Bastard anstellt. Sie wird ganz langsam sterben. Der Gorilla am Telefon redete über Mona. Punchinellos Trio konnte nur Schlimmes bedeuten. Es ist Faith! Ja, diese Stelle ist was. Okay. Hier ganz fleißig und viel am Speichern. Aber anders kriege ich das wohl nicht hin. Auch aus Erinnerung her nicht. Uah. Aber die Stelle kam mir früher schwieriger vor wie heute. Finde ich interessant. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Weil hier dran kann ich mich jetzt eigentlich wieder erinnern. Beziehungsweise eben doch nicht, weil das ist jetzt eben auch irgendwie dieser Flashback, weil wir hier ja eigentlich schon mal waren. Punchinello scheint mich wirklich nicht besonders zu mögen. Tja, dann heilen wir uns mal gut, speichern mal und... Was gibt's denn? Alle bislang identifizierten Opfer des Überfalls auf das Ragnar Rock waren bekannte Kriminelle. Viele von ihnen hatten eine hohe Dosis Valkyr in ihrem Blut. Zuverlässige Quellen geben an, dass sich auch Max Payne unter den Opfern befindet, auch wenn seine Leiche zur Stunde noch nicht geborgen wurde. Zuverlässige Quellen. Das hieß, dass irgendjemand glaubte, die Mafia hätte mich erwischt und wollte nicht, dass die Cops überall herumschnüffeln. Die Leiche würde ihnen völlig unkenntlich übergeben werden. Punchinello konnte die zuverlässige Quelle sein, aber er war leider nicht auf dem neuesten Stand.
Es hatte ihm nicht gereicht, mich hereinzulegen. Don Punchinello hatte einen Killer auf mich angesetzt. Und es war ihm sogar wichtig genug, dass er Frankie eine schriftliche Anweisung darüber gab. Für den Ärger, den er uns gemacht hat, soll Max Payne verrecken wie ein Hund. Frankie, ich weiß, dass du diese Sache mit der ihr gebührenden Sorgfalt erledigen musst. Okay. Ja, die wollten mich ja umnieten, ne? Ich hab was übersehen. Nö, da ist nichts drin. Na gut. Hey du! Oh, Junge! Mit runtergelassener Hose vom Klo oder was? Hey du! Ruhe! So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier los ist. Die Hotelbar hatte sich in Kürze einen ziemlichen Namen gemacht. Genau wie ihr gesagt hatte, war Frankie dort und trank ein Bier. Verdammt nochmal, wie zum Teufel hast du dich befreit? Das Warten wurde mir zu lang. Wir können die Sache auch ebenso gut hier zu Ende bringen. Oh Mann, nicht schon wieder. Was eine Action hier. Oh Mann. Jo. Bin ich noch erwischt, wa? Ja, da wird doch nichts. Na komm. Hab ich mir gedacht. Ah, das ist aber anders hier. Puh, das gibt's ja gar nicht. Mann, ich hab den einen schon erledigt gehabt, ne? Jo, hab ich ihn wohl gepackt hier, wa? So wie es aussieht. Danke, danke! Sie waren ein wunderbares Publikum. Hast du endlich genug? Ich spiele sowieso nicht mit Mädchen. Das ist nicht fair! Ich sah das Heck sofort, als ich das Hotel verließ. Ein großer schwarzer Mercedes. Ich hatte den Wagen schon mal gesehen. Damals hatte er eine beeindruckende Explosion angekündigt. Wladimir war zurück. Peng, du bist tot, Max Payne. Ich hätte vielleicht gelacht, wenn ich das nicht verlernt hätte. Was soll das werden? Räuber und Gendarm? Also wenn du was von mir willst, stell dich hinten an. Ganz ruhig, Mann. Du weißt, dass du in der Zeitung stehst. Bewaffnet und gefährlich. Ich werde dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Das wollte ich schon immer einmal sagen. Das ist dummes Gerede. Ich wurde hereingelegt. Das gilt es zu klären. Was immer du getan hast oder nicht, ich bin sicher, du hattest deine Gründe dafür. Willst du mehr hören? Ich höre. Wie geht's weiter? Was Punchinello mit dem Valkyr anstellt, ist schlecht fürs Geschäft. Aber das ist nicht alles. Da ist dieser Typ. Boris Dime hat schon Jobs für mich erledigt. Er ist der Kapitän des Frachters Charon. Jetzt steht dieser verdammte Verräter auf Punchinellos Lohnliste.
Das Schiff ist bis obenhin voll mit Präzisionsgeräten. Waffen. Mein Business. Wenn Punchinello das in die Finger kriegt, hat er gewonnen und ich bin draußen. Und du hast alle Hände voll zu tun. Wenn du an Punchinello heran willst, brauchst du gewichtige Argumente. Und die werde ich dir beschaffen. Bring das Schiff wieder unter meine Flagge und jag dabei den Verräter Daim 2 Kugeln in den Kopf. Ich gebe dir genug Waffen, um den halben Hafen in die Luft zu jagen. Bist du dabei? Lass uns die Sache ins Rollen bringen. Wladimir war einer dieser Ganoven der alten Schule mit Ehre und Moral, was ihn fast zu einem der Guten macht. Keiner von uns war ein Heiliger. Das Hafenviertel von Brooklyn war ein Labyrinth rostiger Container und knochiger Krane, die sich vor dem Schneesturm abzeichneten. In so einer Nacht musste man an die dunkle Armee der Toten denken, schlafend bei den Fischen, in Reih und Glied, die Stiefel voller Zement. Kein Minotaurus lauerte in diesem Labyrinth, aber irgendwo da draußen auf dem verrosteten Deck dieses Frachters wartete der Skipper der Charon, Charon, wie der Fährmann über den Fluss Dix. Tja, dann schauen wir mal ruhig noch ein bisschen weiter. Ah ja. Stehen bleiben! Habe ich doch geahnt, dass da einer ist. Das Husten hat es mir verraten. So, hier kommt. Hier ist nichts, okay. Haben wir immerhin noch 10 Minuten, dann können wir hier noch mit einbauen. Auch wenn das hier gerade aus der Erinnerung raus nicht die schönste Mission ist hier, levelmäßig. Ihr seid dann wohl mal erledigt. Soweit ich weiß, war es hier hinten links. Daran erinnere ich mich jetzt wieder. Alter Schwede. Bin so gut wie kaputt hier wieder. Keine Energie mehr. Oh, noch so ein Vogel hier. Da oben. Okay, du bist erledigt, du Schwachmart. Kann ich irgendwie hochjumpen? Ah, hier versteckt sich ein Schmerzmittel, wovon ich früher immer nichts gewusst habe anscheinend. Ich habe mich da jedenfalls nicht dran erinnert gerade. Kann ich hier rüberspringen? Oh, in der Tat. Das habe ich früher auch so nicht entdeckt gehabt. Guck mich hier um und finde das per Zufall raus. Das ist nett. Deswegen bin ich hier auch immer viel und gern verrägt. So, da ist er. Boah. Ja, komm, Junge. Trau dich. Hab gesehen, dass du zu mir läufst. Doch nicht? Ha! Das war ja jetzt easy und voll cool durchgezogen. So liebe ich das. So macht das richtig Laune. Ja. Ich meine, ich hätte da eben noch eine Granate gehört gehabt.
Hab auch gut abgekriegt hier irgendwie. Ich wette, das geht nicht. Geht doch. Okay. Dann geht's halt doch. Oh, die brauche ich auch schon wieder. Junge, 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 was ist hier los? Nochmal kann ich das nicht aktivieren, okay? Die kam irgendwie von draußen, oder? Hatte ich den Eindruck? Was ja so viel heißen müsste wie, irgendwas muss ich ja hier nochmal geöffnet haben oder so. Aber anscheinend nicht. Na gut. Dass sie mich immer so erwischen müssen, ne? Könnte ich die Krise kriegen? Ist so die Tür? Okay. Ja, jetzt kommt das, was ich nicht so gern mochte hier. Verdammt nochmal. Gucken, ob ich hier in Ruhe. Natürlich konnte ich das nicht mehr in Ruhe machen. Achso, ja. Ging ja hier weiter. Muss ja hier rüberlaufen. Also muss ich den Typen da erstmal erledigen. Lass mich doch einfach zufrieden. Boah, verdammt, ey. Boah, ziehen in den Krieg. Eine ganze Fußballmannschaft gegen einen Mann hier oder so. Krank. Schmerzmittel. Die brauchen wir auch. Wenn das hier nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht. So. Hier können wir nicht hoch und da können wir nicht rüber. Ich meine, man muss da mit dem Kran irgendwas machen. Weiter hier mal. Ja, kann man irgendwie hoch, ne? Habe ich mich früher nämlich immer dumm und dämlich gesucht und dann geht der Krempel da hoch. Das habe ich. Boah. Hier gleich den nächsten Vogel am Hals. Komm, ich habe. Uah. Sag mal, Jungs, sonst geht's euch aber gut, ne? Von hinten hier. Solche feigen Schweine, ey. Nee, aber hier kann ich wohl rüber gucken. Kann man hier glitschen oder so? Keine Ahnung. Gut, aber auf jeden Fall kamen die anscheinend von dort links. Vor dem Kran. Mein Skill ist anscheinend zu schlecht, weil so verrecke ich hier viel zu oft. Geht das Ding wieder runter? Ach Mann, ey. Was zur Hölle?
zeig dir erstmal, was die Hölle ist. Hältst du davon? War da nicht irgendwie oben einer? Irgendwie dachte ich das. Gerade. Aber hier ist auch nichts, ne? Ich meine, ich muss mit dem Ding hier gegenfahren. Boah, hat er mich erschreckt. Das gibt's doch nicht. Hey. Ah, Mann. Ja, ich muss aufhören. Mir geht die Uhr davon. Ah, Mann. So, gespeichert, nochmal geguckt hier, wie es denn aussieht für die nächste Session. Munition und so. Erst muss alles clean hier. Hier gibt es ein nettes Räumchen mit Munition. Ja, ist doch eine schöne Verschanzung zum Aufnahmebeenden und sich verstecken. Und ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Teil von Max Payne.